Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Heute wieder zusammen mit mir, dem Magnus von MDND. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das immer so mit vollem Elan mache, weil ich ja eh nur, ja, weil ich eh weiß, dass das allerhöchstens ein paar Leute anschauen dann, die ich kenne. Also, naja, dem Prinzip wegen. Ja, ihr seht, es hat sich einiges verändert. Vor allem an unserer Montur, ihr wisst ja, ich mag Assassin's Creed 1 sehr, einfach nur weil es Back to Root ist. Und darum habe ich jetzt einfach mal die Altair-Rube ausgerüstet. Die habe ich noch von meinem ersten Mal gehabt, als ich das Spiel gekauft habe. Und zum ersten Mal gezockt habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, tue ich die halt nochmal ausrüsten. Ich meine, warum nicht? So. Und ein paar Neuerungen an unserem Schiff darf ich euch auch zeigen. Wir haben jetzt neue Kugeln. Das sind starke Kugeln. Die sind auf jeden Fall besser. Und wir haben dann noch dieses Schmuckstück hier. Das ist ein Mörser, wie man erkennen kann. Und mit dem Ding kann man richtig, richtig, richtig viel Damage machen beim Gegnerschiff. Ich glaube, wenn wir jetzt so gut ausgerüstet sind, dann könnten wir uns fast schon mal an eine Fregatte ranmachen. Ja, kann man so sagen. So. Um noch schnell zu erklären, warum gestern keine Folge rausgekommen ist. Es war nicht so wunderbar. Einfach weil es einen Fehler beim Bearbeiten gab. Der hat ewig bearbeitet, aber ist nicht weiter vorangekommen. Und darum wird die heute veröffentlicht, zusammen mit dieser Folge hier. Vielleicht wird sie auch noch gestern Abend veröffentlicht worden sein. Ich liebe dieses Futur 2. Dinge, die in der Zukunft schon vergangen sind. Wir haben einen Haufen Seekarten und Logbücher und dergleichen in diesem Dorf gefunden. Sie liegen sortiert in der Kapitänskajüte der Jackdaw. Echte Wertarbeit. Seekarten und Logbücher könnten hilfreich sein. Flottenmission. Das dachte ich mir auch, Captain. Sieh es dir mal an und sag mir, was du denkst. Okay, mache ich. Aber das wird nicht funktionieren, weil da braucht man Internetverbindung. Und ich spiele das Spiel offline, also ist das gerade witzlos, was wir da machen. Außerdem haben wir auch noch gar keine Schiffe für unsere Flotte bereit. Also, ja, Quatsch einfach. Kenways Flotte. Missionsüberall. Was? Wir haben tatsächlich noch. Vielleicht sind die aus meinem letzten Spiel übernommen worden. Ja, die sind aus meiner ersten Runde übernommen worden. Als ich noch meinen großen Account hatte. Ihr seht schon, das sind alles Kriegsschiffe. Einfach nur, weil ich damals wirklich ein richtig geiles Schiff hatte. Und es gefällt mir, dass wir so viel Geld bekommen. Und dass wir auch noch die ganzen Schiffe haben. Weil mit den Schiffen kann man sich wirklich eine richtig goldene Nase verdienen. Das ist gut. Das ist wirklich toll. Alter, warum habe ich da so viele Schiffe losgeschickt? Komm, jetzt überspringen wir mal die restlichen. 2200! Geil, Mann. Hammer! Portugal. Ja, ist noch heimtückisch, aber wir können ja mal eine Seeschlacht machen, um den Weg zu ebnen hier. Wir haben ja genug Schiffe. Dachte ich. Ah, doch, haben wir tatsächlich. Wir haben die noch alle. Hey, Hammer. Ist ja super. So, und jetzt schicken wir da einfach mal drei Kriegsschiffe gegen ein paar Briggs rein. Dann haben die Briggs schon längst verloren. Vor allem, wenn wir noch ein Feuerfass haben zu Beginn des Kampfes, was denen extrem viel Leben zockt. Das ist halt so, die laden schneller nach als wir, aber wenn wir schießen, dann schießen wir auch wirklich. Da könnt ihr euch drauf verlassen. So, und jetzt schießen alle drei gleichzeitig. Nee, die HMS und die Brücke ist weg. Ich liebe diese Kriegsschiffe, die sind so geil, Mann. So. Und noch eine Brücke. Idealo. Sieg, Hammer. Ey, ja klar, das ist ja ein Online-Service. Also haben die online praktisch meine Daten gespeichert von der IP-Adresse. Logisch. Also es ist immer noch gefährlich, die Route. Dann tun wir die halt nochmal sichern. Ah, die hat nicht mehr so viel Leben, vielleicht nehme ich da ein anderes Kriegsschiff. Ah, ja toll. Ich sollte auch mal wieder ein paar reparieren, wie viele... Ja, ich weiß auch gar nicht, wie viele Diamanten ich zum Reparieren habe. Also man kann da jetzt reparieren, indem man Diamanten verkauft. Also die Diamanten sind natürlich nichts wert eigentlich, abgesehen von diesen Minispielen hier.
Aber die Minispiele sind gut, weil da kann man sich wirklich viel verdienen. Ich kann es nicht oft genug erwähnen. Ja, dann machen wir das jetzt einfach ein bisschen. Dann können wir uns mal wieder tolle Equipments leisten. Und dann haben wir schon bald ein richtig geiles Schiff zusammen, würde ich sagen. So, San Juan Bautista. Ich versuche das richtig auszusprechen, aber es ist schwer. San Juan Bautista, sagt man da Bautista? Weiß ich nicht. Und wir bekommen natürlich Kakao und Wein und 45 Diamanten. Dann können wir vielleicht mal. Jetzt gucken wir erstmal beim Handeln. Riskant. Die sind alle riskant. Die waren doch alle mal nicht riskant, oder? Also gut, dann machen wir die jetzt weg. Komm, HMS Enterprise schicken wir mal alleine rein. Dann haben wir das auch. Klar, ich werde jetzt fliehen. Ich habe ja auch gar keine Chance. So mit meinem riesigen Kriegsschiff gegen eine Brigg zu gewinnen, das ist echt schwer. Also, wüsste nicht, wie ich das schaffen sollte. Ja, das war's mit dem Schoner. Sieg. Das ist jetzt ein bisschen langweilig, ich weiß, aber man kann wirklich viel verdienen. Und das ist halt gut. So, keine Seeschlachten verfügbar, ja, dann machen wir da mal das Geld. Belohnt 2005, ja, verfügbar in 30 Stunden. Danke. Toll. Finde ich super. Dann machen wir hier erstmal die anderen noch. Eine Seeschlacht. So, jetzt mal reparieren. Schiff repariert. Weil man muss eigentlich nur seine Kriegsschiffe am Leben erhalten. Wir haben 2821 Diamanten. Davon könnten wir eigentlich alle unsere Schiffe reparieren. Die reichen erstmal ein bisschen vor und dann beginnen wir die Schlacht gegen. Oh Mann, wir schicken drei Kriegsschiffe ins Gefecht gegen ein kleines Kanonenboot. Ich fühle mich fast schon wie ein Arsch. Aber das Kanonenboot kann viermal schießen, bis unsere Kriegsschiffe dran sind. Das ist schon süß, also wie es denen halt überhaupt nichts zockt, das ist geil. Bam, so, weg, Sieg, toll, Hammer, freue mich. Und wir bekommen Handelsressourcen. Aber nicht so viel. Schön, trotzdem gut. Und jetzt dann nochmal ein Tipp, falls ihr das Spiel euch wirklich selber holen wollt. Und natürlich gebe ich keine Infos raus, wo man das cracken kann. Nee. Nee. Nochmal ein kleiner Tipp, wenn ihr dann eure Schiffe auf eine Route losschickt, dann schickt da einen kleinen Schoner los, weil das ist dann einfach besser. Okay, dann tun wir noch schnell Ostkanada sichern. Also wenn euch das ein bisschen zu langweilig ist, was ich auch ehrlich gesagt verstehen kann, dann schlage ich euch vor, tut es einfach ein paar Minuten vorspulen. Wir tun die jetzt nur noch alles sichern. Oder wenn ihr einfach Lust habt zuzuschauen, dann macht's das. Das bleibt euch vorbehalten. So, Fregatte und Brigg gegen Krieg. Krieg. Krieg keine Luft. So. Damit ist die Brigg oder auch die Fregatte weg. Und mit dem Schuss von der Estelle de Mar, nee, vom Herkules ist die Brigg weg. Nee, Estrella de Mar. Meinetwegen ist mir auch scheißegal. Riskant. Na super. Hammer. Freue mich. So. Und bei der Gelegenheit tun wir mal schnell reparieren. So. Und dann können die mit vollen Hitpoints in die Schlacht gehen. Zwei Schoner. Die sind zu heavy für meine Schiffe. Ich glaube, das ist das Ende. Was machen die? Komm. Sie machen nur Mädchen. Ah, schadet eh nix. Pussys. Kleine Herr Pussys. Schadet halt überhaupt nichts. Ist schon geil. Bam. Und jetzt schießt er und der Schoner ist weg, bla bla bla. Super. Schade, dass man da nicht vorspulen kann. Das ist blöd. Das wäre schön. Dann müsste man da nicht so lang rumhocken. Oh, das hat sich jetzt aber gelohnt. Vino und Missionen anzeigen sind natürlich alle noch. Nein, da kann man Missionen wählen. Super. Versprechen, die man bricht. Da können wir so einen kleinen. Ah, nötige Ladung. Also, wir müssen einen mit 55 freiem Lagerplatz lossenden. Das sieht man jetzt hier. Aber die haben alle nur 15, die kleinen Schoner. Heißt, wir müssen wohl oder übel ein größeres Schiff losschicken. Das ist dann langsamer, versteht sich. Aber tatsächlich schaffen es nur die Kriegsschiffe.
Dann verzichten wir halt auf die HMS Princess. Princess. Princessin Kenny. Erinnert mich immer an South Park. Verlorene Expedition, gleich nochmal. Super. Okay, 45 benötigt. Da können wir doch diesen einen losschicken. Da, den El Sanson. Sanson. Schiff ausgelaufen. Na, idealo. Und Scharlachfieber. Hübsch. Nötigung 20. Oh, das ist gut. Das trifft sich gut. Aber da müssen wir... Ja, da können wir Neptuno losschicken. Schiff losgelaufen. Ausgelaufen. So. Also ihr seht schon, warum er sich dann eine goldene Nase verdienen kann. Wenn die dann alle morgen in der nächsten Folge... Oder? So lange brauchen die doch. Wenn die dann alle morgen zu der nächsten Folge zurückkommen, dann haben wir wieder ganz schön viel Geld in der Kasse. Tun wir mal die südlichen britischen Kolonien sichern. Dann können wir da auch Schiffe hinschicken. So. Kanonenboot. Ich frage mich wirklich, was die immer mit den Kanonenbooten wollen. Durch ein Feuerfass sind die schon Schrott. Das ist lustig. Kanonenboot schießt. Aber schadet so gut wie nichts. Das ist eben das Tolle, dass ich da wirklich in der letzten... das letzte Mal, als ich das Spiel hatte, so viele Schiffe habt. Das gibt uns jetzt einen tollen Kickstarter-Start. Toller, toller, toller. Also wirklich, das war so ein richtig geiles Wortwitz-Ding da. Kickstarter-Start. Ich könnte mich selber umarmen dafür. Okay, jetzt habe ich wieder genug blöd getan. Die sind aber, die meisten sind erst morgen verfügbar. Das macht mich irgendwie traurig. Da könnten wir doch eigentlich schon morgen unser Geld aufbessern. Unser Taschengeld aufbessern. Wir bekommen ja nicht so viel. Da ist es schon schwer, große Sprünge zu machen von dem, was wir da beim Ausrauben und Verkaufen verdienen. Da ist das Handeln doch irgendwie erschwinglicher. Meiner Meinung nach. Oh, das war nicht gut. Aber gut, wir bekommen ja genug Diamanten pro Runde und da fällt es ja jetzt... Da ist es ja nicht so schwer. Also wirklich, das Geld da drin ist geschenkt. Das, wo du da bekommst. Das ist wirklich... So, neuer Status riskant. Also an alle, die jetzt, wie ich es vorhin angewiesen habe, weitergeschaltet haben, die sollen jetzt nochmal weiterschalten, weil es geht, glaube ich, noch eine kurze Weile so weiter. Alter, wie schnell die halt immer nachladen, das ist schon traurig. Aber die haben auch nur drei Kanonen. Das ist irgendwie der Unterschied. Ja, man hört's. Sieg, Sieg, Sieg. Der Sieg ist unser. So, östliche britische Kolonien war das. Mission anzeigen. Ja, super. Geschmack des Geldes. Hauen wir doch gleich mal einen raus. Super, kann ich einen kleinen Schoner rausschicken, der dann für nur 4 Stunden braucht. Der leere Keller. Nötige Ladung 25. Ach ja. Haben wir auch ein paar. Den HMS Surprise schicken wir dann halt los. Die geheime Medizin. Ach, da braucht man ja nur 5. Das ist ja Adrianas Pride gut. Aber man bekommt da nur 600 Reale. Was heißt nur? Das ist eigentlich recht viel für uns im Moment. Aber... Ja, scheiße. Jetzt habe ich nur noch Kriegsschiffe. Ich habe damals so übel auf Kriegsschiffe gebaut. Weil ich dachte, man müsste da viel mehr kämpfen, aber wenn ich mir das so anschaue, da hätte ich dann doch lieber ein paar Schoner extra mitnehmen sollen. Das können wir aber in dieser Runde verbessern, also wir können ja auch in unserem Let's Play ein paar hinzufügen. Aha, und der Südatlantik, nicht schlecht. Und da gibt's gar nichts bei den südlichen. Nee. Na, dann machen wir Nordafrika. Ach, ja, okay, aber ich will da erstmal sicher machen. Jawohl, wenn ich da sowieso nur Kriegsschiffe... Nee, komm, machen wir. Ich weiß nicht, wie das dann ist, ob das dann unabhängig davon ist, welchen Schiffstyp du losschickst. Alter, wir kämpfen ja schon gegen 3 Stück, also... Ich bin mir ja nicht so sicher, ob wir das gewinnen können. So, von den, ja... Leben her. Aber ich glaube, wenn die jetzt alle 3 nachgeladen haben, dann... Haben wir eh schon gewonnen. Weil keins dieser Schiffe hält mehr als einen Schuss von einem Kriegsschiff aus. Daneben!
Das ist ja kacke. Herkules, was kannst du eigentlich? Gar nichts. Das ist wie der Magnus in diesem Spiel. So. Jetzt habe ich mich wundervoll selbst beleidigt. Das gefällt mir. Sieg. Sieg. Warte, das ist glaube ich gar kein Wein. Das ist Whisky oder Rum oder Rum, denke ich mal. Ja. Schlacht beginnen. Die Schlacht beginnt. Ladi, du bin weiter vorn wie du. Nur der Mann im Mond schaut zu, wie die kleinen Kinder schlafen gehen. Nein, ich kann das einfach nicht. Also. Alter, komm. Jetzt habt ihr dreimal angegriffen, jetzt dürfen wir mal an die Runde. Und tschüss, Kanonenboot. Alter, nee. Inkompetent. Die zwei sind inkompetent. Kostet mich Diamanten. Aber ihr verdient mir auch doppelt so viele, wie ihr mich kostet. Also von dem her akkumuliert sich's irgendwie wieder. Irgendwie. So, dann können wir jetzt ja mal die Mission Nordafrika anschauen. Ressourcen für den Handel. Bestellung des Kochs. Ja. Ja, ein nordafrikanischer Koch. Also, dann schicken wir mal den Herkules los. Und der berühmte Eintopf. Naja, gut, solange wir Geld dafür bekommen. Also, ihr seht schon, die Reisezeit geht bei den Kleinen extrem schnell runter und bei den Großen extrem hoch. Aber 10 Stunden, das ist, ob 7 oder 10 Stunden, das ist eigentlich nur wirklich wichtig, wenn du morgens irgendwas machst, wenn du morgens die Dinger losschicken willst. Also, jetzt haben wir noch genau 3 Schiffe. Ach, fuck, das sind ja Schoner. Ach du Kacke. Ich ahne Schreckliches. Wenn die versenkt werden. Ach du Heiliges. Okay. Das könnte gut sein. Boah, geil. Hammer. Das war so ein Bad Hit. Aber das ist gut. Die gehen alle auf das Kriegsschiff los. Das heißt, die Schoner könnten überleben. Ja. Die Schoner werden überleben, wenn sie sich nicht ganz dumm anstellen. Aber vielleicht ist das Kriegsschiff dann auch Schrott. Aber ich glaube nicht. Ja, das wird schon überleben, das Kriegsschiff. Und wenn die Conception jetzt die Brig angreift und dann die Santa Clara, dann haben wir auch gewonnen. So. Ach, da hat schon der Angriff von der Conception gereicht. Oder spricht man das anders? Conception. Aber das ist Französisch. Das müsste man so Spanisch aussprechen. Aber ich kann das nicht. Okay, dann tun wir jetzt mal nur die Estelle de Mar reinschicken. Und tun die aber vorher heilen, dann müssen wir nicht das Risiko eingehen, dass dann unsere normalen Schoner drauf gehen. Vielleicht brauchen wir die nachher noch. So, und jetzt, weil es einfach so lustig ist, bitte ich diejenigen, die jetzt zum dritten Mal weitergespult haben, dass sie einfach noch einmal weiterspulen, denn das wird jetzt der letzte Kampf sein, glaube ich. Und nachdem wir dann die Schoner losgeschickt haben, können wir auch wieder weitermachen mit der Hauptstory. Ich finde es ehrlich gesagt sogar gar nicht so schlecht, dass jetzt 15 Minuten drauf gegangen sind. Weil wenn ich da so rumfahre und die ganzen schwer zu ladenden Grafiken anschaue, dann wird das Video extrem groß. Hallo. Und das wäre blöd. So, dann. Jetzt stößt gerade mein Vater zu mir. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, ja. Und Kanonenboot. 3. Sieg. 30. Routenrisiko. Sicher. Schön. Weiterspielen. Mit wem ich spiele? Mit niemandem. Ich spiele mit mir selber. Oh Gott. Oh je. Nein, mach grad LETSPLY. Jetzt haben wir aber gar nicht genug Schoner, um da alle zu machen. Aber das ist ein gutes Zeichen. Das bedeutet, dass wir genug. Jetzt schauen wir, wie viel bringt uns mehr ein. Aber dafür reicht der Schoner nicht, also müssen wir Diplomatie machen, leider. Wohl oder übel. Super, ich freue mich schon auf morgen. Da können wir schön fett absahnen. Das sage ich euch jetzt schon. Und wir übernehmen das Ruder der Jackdaw.
Aber ich glaube, das machen wir dann doch lieber nächste Folge. Ich weiß, die Folge, die war echt scheiße langweilig. Aber inzwischen dürftet ihr das ja gewohnt sein. Also von dem her sage ich Tschüss und verabschiede mich von euch. Ein liebes MDND. Okay, das funktioniert irgendwie nicht so wirklich toll. Auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed 4. Made by MDND. Tschüss.